Bevor der Film startet, was kurz in eigener Sache, habt ihr Interesse an Merchandising und an Autogrammkarten und Aufklebern, dann klickt hier. Moin, liebe Leute! Ich habe das Auto mal wieder voll mit Angelgerät, bin aber diesmal schon am Wasser, bin schon zum See gefahren. Heute soll es auf Friedfisch gehen, am liebsten auf große Brassen, aber auch Rotaugen, wenn was beißt. Ich war jetzt gerade schon unten am See gucken. Der Platz, den ich mir ja vorher schon rausgesucht habe, wo ich eigentlich hingehen wollte, der ist auch frei. Deshalb werde ich jetzt mal schnell das Angelgerät darunter schaffen. Und dann baue ich auf und dann zeige ich euch, was ich heute mal vorhabe, um die Friedfische ans Band zu bekommen. Aber bis dahin müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, denn ich muss jetzt erstmal das Angelgerät dahin befördern und alles aufbauen. Es ist ziemlich warm. Das wird wieder eine schweißtreibende Sache. Aber so ist halt beim Angeln, das gehört dazu. Deshalb sagt man ja auch Sportangeln. Angeln ist ja auch ein bisschen Sport, vor allen Dingen, wenn man so viel Angelgerät tragen muss, wie als Karpfen oder auch als Friedfischangler. Gut, der Spinnfischer, der läuft dafür ein bisschen mehr, aber ja, wir Friedfischexperten oder Friedfischangler müssen häufig ja richtig viel Angelgerät schleppen und deshalb sage ich auch, dass Angeln Sport ist. So, und jetzt geht's los mit dem Sport, Angelgerät tragen ans Wasser und aufbauen. Bis gleich. Leute, ich habe es geschafft, das Angelgerät ist am Platz. Jetzt zeige ich euch kurz den Köder, mit dem ich heute auf Friedfische angeln werde. Hier ganz normaler, stinknormaler Dosenmais, aber ein bisschen anders präsentiert, als es wahrscheinlich die meisten von euch machen werden. Bevor ich zur Anköderung und zur Montage und zu allem anderen komme, werde ich aber noch das Futter anmischen, was ich heute anfüttern werde. Denn ich halte es eigentlich am liebsten so, dass wenn ich gekommen bin zum Angeln, gerade das Zeug aufbaue, dass ich dann, bevor ich auswerfe, also die Montagen mit Köder und auswerfe, dass ich da schon das Futter zurecht gemacht habe und das Futter schon reinwerfe, denn dann kann das Futter schon arbeiten, während ich den ganzen anderen Kram noch vorbereite und kann die Fische anlocken. Deshalb jetzt erstmal Futter anrühren. Ich zeige euch kurz, was ich in dieser einfachen Futtermischung drin haben werde. Natürlich, weil ich mit dem Mais angeln werde, werde ich auch hier was von dem Dosenmais reintun. Dann habe ich hier ein ja, ganz normales Stippfutter. Das hier ist, glaube ich, eher so für Big Fish. Steht aber auch eine Brasse drauf. Also eine große Brasse will ich ja auch fangen. Von daher wird das schon ganz gut sein. Das hat sich bei mir in letzter Zeit bewährt. Ihr könnt aber auch ein anderes Stippfutter nehmen. Ich lege da eigentlich nicht so großartig Wert drauf. Das ist jetzt ungefähr so ein Kilobeutel hier. Ich will aber noch ein bisschen mehr anfüttern. Um ein bisschen Geld zu sparen, jetzt damit ich nicht zwei Beutel hiervon kaufen muss, habe ich mir hier im Supermarkt ganz einfach ganz billiges Paniermehl besorgt. Das kann ich jetzt nehmen, um das Futter hier ein bisschen noch zu strecken. Also beides zusammen. Paniermehl ist ja viel günstiger als so ein Stippfutter.
Es verändert zwar die Konsistenz dann der fertigen Futtermischung ein bisschen, aber das ist meiner Meinung oder meiner Erfahrung nach egal. Ich bin ja jetzt auch nicht der Superfeeder-Profi, der hier Wettkämpfe angelt oder so. Und bin ja auch nicht mit 20, 30 Anglern an einer Reihe, wo dann wirklich Feinheiten beim Futter entscheidend sind. Ich mache das, wenn ich jetzt hier alleine gehe oder zu zweit gehe. Wenn wir dann zu zweit gehen, dann halte ich das einfach so, weil das wirklich eine günstige Methode ist, ja, das Futter günstig zu halten und dass man auch mal ein bisschen mehr füttern kann. Wenn es erforderlich ist, denkt immer dran, nicht so viel füttern, lieber erstmal ein bisschen sparsam. Und wenn die Fische dann am Platz sind und wenn ihr merkt, ihr bekommt Bisse und die Fische sind aktiv, dann könnt ihr ein bisschen nachfüttern. Gut, ja, jetzt geht's mal los mit dem Anfüttern. Ich zeige euch, wie ich das machen werde. Und dann ja, geht's schon los mit dem Füttern und danach dann das alles Weitere zur Montage und zum Ködern. So, jetzt kann es losgehen mit dem Anmischen des Futters. Hier ist das Stippfutter, das reiße ich jetzt hier mal schnell auf. Das kommt in den Eimer rein. So. Also ist jetzt auch kein Hexenwerk oder so, was ich hier mache. Ziemlich simpel. Da packe ich hier mein Paniermehl dazu. So, es müssten jetzt so knapp 2 Kilo Trockenmischung sein. Wichtig ist, dass ihr das Ganze so ein bisschen umrührt, vermischt, damit sich diese zwei Futtersorten dann doch ganz gut vermengen. So, jetzt ist das Ganze ganz gut vermischt. Jetzt mache ich hier eine Dose Mais auf und schütt das Ganze dazu. Wichtig ist, dass ihr dieses Wasser hier, was jetzt da kommt, dass ihr das dazu schüttet, weil das ist sehr aromatisch und auch noch süß. Deshalb, dass manche kippen das weg. Ich mache das immer dazu, schaden kann es nicht. So, und gleich kann ich mir mit der Dose hier auch noch ein bisschen Wasser holen gehen, um das hier anzufeuchten. Das ist auch ganz gut, weil man dann immer kleinere Wassermengen nehmen kann, denn man darf nicht zu viel Wasser nehmen am Anfang. Sonst, wenn man zu viel Wasser dazu kippt, dann wird das so eine matschige Pampe und da kann ich dann keine Futterbälle draus mehr bauen. So, jetzt vermische ich auch noch mal den Mais hier so ein bisschen. So. Und jetzt hole ich noch ein bisschen Wasser, das kommt dann dazu. Das Ganze wird dann ja richtig umgerührt und richtig geknetet. Und dann hoffe ich, dass ich ein paar gute Futterbälle damit hinbekomme. Ihr habt es gesehen, ich habe das Futter angemischt. Die Futterbälle sind jetzt fertig. Ich habe sie hier auf meinem Deckel vom Eimer. Zeige sie euch mal. Hoffe, dass das mir jetzt nicht alles auseinanderfällt. Hier könnt ihr sie sehen. Ja, ein paar schöne Futterbälle hier aus den beiden Futtersorten Paniermehl und der Grundfuttermischung. Da werde ich jetzt ja noch ein paar kleinere Bälle draus machen. Denn ich will nicht so große Portionen füttern auf einmal, sondern lieber ein paar kleinere und das dann ein bisschen mehr streuen auf dem Platz, den ich mir ausgeguckt habe. Die gehe ich jetzt reinwerfen und dann geht es weiter mit der Montage und dann hoffentlich irgendwann auch mit dem Angeln. Futter habe ich reingeworfen, wie ihr gesehen habt. Das kann jetzt schön wirken und die Brassen an den Platz locken und die Rotaugen, hoffe ich zumindest, dass das funktioniert. Ich habe jetzt meine Ruten schon mal vorbereitet und zeige euch jetzt mal kurz, wie ich angeln werde. So, schauen wir mal hier. Wer meine letzten Alternativ-Aalköder-Videos gesehen hat, der wird die Montage hier schon kennen. Ich fische sie fast genauso wie beim Aalangeln. Allerdings mit einer kleinen Modifikation, die ich euch jetzt erklären werde. Also ihr könnt hier sehen,
Ich zeige das auch nochmal als Nahaufnahme. Hier ist ein Fiederboom mit einem Einhänger hier unten. Da habe ich jetzt 40 Gramm Blei drin. Beim Aalangeln hatte ich da glaube ich 20 Gramm. Da habe ich das auch als Laufblei gefischt. Hier fische ich es als Festbleimontage. Das heißt, ich brauche ein bisschen mehr Blei, ein bisschen mehr Gewicht, damit sich der Fisch nach dem Biss auch hakt. Deshalb habe ich hier 40 Gramm genommen. An der anderen Route, das zeige ich gleich, habe ich noch ein bisschen mehr Blei. Aber nur aus dem Grund, weil ich kein 40 Gramm Blei mehr hatte. Deshalb habe ich da jetzt ein bisschen mehr reingehängt. Eine Silikonperle hier, eine Gummiperle als Knotenschutz von dem Hauptschnurknoten hier an dem Wirbel. Auf Vorfach und so komme ich jetzt gleich erst zu sprechen. Aber hier jetzt nochmal was zur Montage, was ich verändert habe. Ihr könnt das vielleicht sehen hier. Ich habe hier oberhalb des Fiederbooms, des Röhrchens hier, habe ich ein Schrotblei auf der Hauptschnur platziert. Dann kann der Fiederboom normal, beim Raubfischangeln fischt man das ja als Laufbleimontage. Das heißt, der Fiederboom kann hier auf der Schnur hin und her gleiten. Das funktioniert jetzt hier nicht. Das Bleischrot hier auf der Hauptschnur, das fixiert den Boom und dadurch habe ich halt eben eine Festbleimontage, die dem Fisch beim Biss genügend Widerstand entgegensetzt, dass er sich hoffentlich selbst hakt. Also das ist der Unterschied. Beim Raubfischangeln fische ich, oder habe ich das hier als Laufbleimontage gefischt, hier durch dieses Bleischrot auf der Schnur als Festbleimontage. Dann habe ich hier ein Vorfach, Monophil, ich glaube 22er ist das. Wie lang mag das sein? 10, 20, vielleicht 25 cm und einen kleinen 12er Haken. Ich mache auch wieder da auch nochmal eine Nahaufnahme mit einem Haar und auf dem Haar habe ich jetzt zwei von diesen kleinen Maiskörnern platziert. Ja, das ist eigentlich ja schon der ganze Trick bei der Sache. Also den Mais nicht auf den Haken gezogen, wie man das häufig beim Friedfischangeln macht, sondern am Haar angeboten. Passt natürlich gut zu meiner Festbleimontage, die ich hier angel. Also so ähnlich wie beim Karpfenangeln, nur alles, ja, eine Portion oder eine Spur feiner und beim Haken jetzt auch eine Spur kleiner, damit das halt für die Weißfische, also Brassen und Rotaugen, passend ist. Das soweit zur ersten Montage. Jetzt muss ich die hier mal weglegen, ohne dass sie sich die Rute im Baum verfängt. Und greife jetzt mal zur zweiten Route. Da ist eigentlich fast alles genauso. Habe ich ja schon erklärt, hier wieder den Fiederboom mit dem Bleischrot gestoppt. Hier habe ich jetzt ein etwas schwereres Blei drin hängen. Das müsste 60 Gramm sein, wenn ich mich nicht täusche. Vorfachlänge und Hakengröße sind gleich. Und hier auch zwei Köder drauf, aber es ist nur ein Maiskorn. Und ein so ein Fake-Maiskorn ganz unten, was ich hier aus meiner Fake-Bait-Sammlung rausgeholt habe. Dieses Fake-Maiskorn hat den Vorteil, dass es auftreibt im Wasser. Und dadurch, ja, wahrscheinlich steht das Ganze am Gewässergrund ein bisschen auffällig hoch. Und durch die Auftriebskraft wird natürlich auch das Gewicht des echten Maiskorns, das er sinkt, wird das auch so ein bisschen neutralisiert, sodass man ja praktisch mit einem schwerelosen Köder fischt. Den der Weißfisch dann besonders leicht einsaugen kann und dann hakt er sich dann da hoffentlich dann auch recht gut mit. Ja, das war jetzt soweit alles zur Montage, die ich fischen werde. Nochmal kurz zum Gerät, ihr kennt das auch schon hier, meine leichte Karpfenrute, 1,75 bis 2 Lips, ist für Brassen eigentlich sogar schon ein bisschen zu hart, also da könnt ihr auch ein bisschen leichter angeln. Als mit so einer ja doch leichten Karpfenrute, also ein Lips oder 1,5 Lips Testkurve, das ginge auch. Nochmal ganz kurz, weil immer mal Leute fragen, ja, wie man Lips jetzt in Wurfgewicht oder LB oder LBS steht auf der Rute meist drauf, wie man das ins Wurfgewicht umrechnen kann. Ungefähr kann man sagen, dass ein LB, ein Lips, wie man es auch immer, oder ein Pfund sagen manche auch, wie man es auch immer bezeichnen will, ein LB, ein Lips hat ungefähr ja, 30 Gramm Wurfgewicht. Mal vom Rutenmodell abhängig, mal mehr, mal weniger. Aber ich denke, so kann man ganz gut planen. Also hier jetzt knapp 60 Gramm, 50 Gramm, 60 Gramm Wurfgewicht. Damit kann ich die Festbleimontage gut auswerfen. Und genau das werde ich jetzt machen, denn es geht jetzt endlich mal ans Angeln.
Karotten liegen jetzt, ihr habt es gesehen, ich habe sie ausgeworfen, gar nicht so weit weg, also gar nicht so weit raus. An der ersten Uferkante, denke ich mal, liege ich. Ja, so tiefenmäßig, die einen habe ich ein bisschen tiefer, ich denke mal so 2,50 Meter, die andere liegt ein bisschen flacher, die mit dem Fake-Maiskorn und dem echten Maiskorn etwas flacher, so auf 2 Meter würde ich sagen. Ja, jetzt beginnt für mich dann der gemütliche Teil des Wartens. Habe soweit jetzt alles erstmal fertig und abgedreht und erklärt. Jetzt noch zwei kleine Sachen. Ich habe natürlich auch hier meinen Kescher dabei, hier zum Brassen- und Weißfischangeln. Ist jetzt kein großer Karpfenkescher, aber hier geht auch eine große Brasse problemlos rein. Und dann noch eine Sache. Gerade so unter Karpfenanglern hört man ja häufig Brassen, ekelhafte Fische, Beifang will keiner haben. Entsprechend schlecht wird dann leider auch mit diesen Fischen umgegangen. Finde ich persönlich nicht gut, weil ja auch eine Brasse ist ein Fisch und nicht weniger wert als ein Karpfen. Deshalb habe ich hier auch meine Abhakmatte dabei für die Brassen oder für die Rotaugen, je nachdem, was ich da fange. Also wenn ich dann einen fange, dann lege ich den auch auf eine Abhakmatte. Eine Abhakmatte ist nicht nur für den Karpfen da, sondern auch für jeden anderen Fisch. Da rate ich dann auch immer zu, ein bisschen Respekt zu zeigen für die jeweilige Fischart. Auch wenn ihr auf Karpfen fischt und dann eine Brasse fangt und ihr wollt sie nicht fangen, zeigt ein bisschen Respekt für den Fisch, legt ihn auch auf die Matte. Klar, die Brasse saut das Ding natürlich ein, aber so eine Matte, die kann man auch abwaschen. Das sind ein paar Minuten Arbeit für Respekt für den Fisch. Ich hoffe, ihr seht das auch so wie ich. Und ja, mein Wort zum Angeltag heute: immer eine Abhakmatte dabei haben, auch für die unliebsamen Weißfische. Gut, ja, ich werde mich jetzt ein bisschen hier ja zurecht machen, ein bisschen hinlegen, ein bisschen was lesen. Und ja, ich denke mal, so in einer Stunde wird es dunkel. Und dann bin ich mal gespannt, ob da was geht auf meinen Mais heute. Wenn, dann seid ihr natürlich mit dabei. Drückt mir die Daumen. Ich hoffe, wir sehen uns gleich wieder. Leute, ich habe den ersten Biss und ich habe den Fisch auch schon vorne. Jetzt mache ich mal die Kopflampe an und werde ihn mal keschern. Mal gucken, was das ist. Hoppla, drin ist er. Ich mache mal die Kopflampe aus, sonst blendet das. Guckt mal, Leute, das ist keine Brasse. Ich glaube, das ist ein kleiner Karpfen. Ich packe ihn jetzt mal auf die Abhakmatte und dann gucke ich mir den mal genauer an. Ja, Leute, es ist wirklich ein kleiner Karpfen. Guckt euch den mal an. Satzkarpfen, würde ich sagen. Auf den Mais mit dem Fake-Maiskorn. Der Köder ist schon abgefallen. Ich gucke jetzt mal, wo der Haken ist. Und dann werde ich den mal abhaken. Den Haken habe ich jetzt gelöst hier und jetzt gucke ich mal, ob ich euch den einmal kurz zeigen kann, das Kärpflein hier. Die kleinen Karpfen, die zappeln ja meistens am meisten, deshalb hoffe ich, dass das jetzt gut geht, einmal kurz. Da ist der kleine Racker, der ist echt klein, aber schon mal Fisch für heute. Ja, mit Brasse, mit Rotauge hätte ich gerechnet, aber nicht mit so einem kleinen Karpfen hier. Ich dachte, hier gibt es nur größere. Aber geil, so wird man eines Besseren belehrt. Erster Fisch im Kescher. Und ja, ich bin gespannt, was noch geht. Rute jetzt schnell wieder raus. Der nächste Karpfen hat gebissen. Den habe ich jetzt auch schon hier vorne. Der hat richtig Terz gemacht. Den werde ich mir jetzt auch mal keschern. Ein Satzkarpfen-Inferno ist das hier. Da ist er. Der nächste Karpfen verhaftet. Ja, da liegt der Fisch. Da unten kann man noch das Maiskorn erkennen.
also das Kunstmaiskorn, der hat auch wieder auf den Kombiköder gebissen. Von der Größe her der gleiche, also gleich wie der erste, würde ich sagen. Vielleicht eine Spur größer. Den zeige ich euch jetzt auch einmal kurz für die Kamera. Da ist er, der Satzer. Ja, es geht hier richtig ab auf den Mais. Nicht verkehrt. Moin, liebe Leute. Ich bin noch ein bisschen verschlafen, hab dann doch noch ganz gut gepennt, weil zwei Fische hat es gegeben, danach nichts mehr. Tja, jetzt keine Brasse, kein Rotauge, aber dafür zwei Karpfen, das hätte ich echt nicht gedacht, Karpfen in der Größe, dass es die gibt hier in diesem Gewässer. Ja, man lernt immer wieder dazu. Auf jeden Fall habt ihr gesehen, dass diese Montage da mit dem Feeder, mit dem fixierten Feederboom, dass die funktioniert, dass die Fisch bringt. Und auch, dass die beiden, ja, oder dass dieser Mais als Köder Fisch bringt. Ich habe jetzt beide Fische auf den Mais mit dem Fake-Maiskorn gefangen. Weiß jetzt nicht, ob es daran gelegen hat, aber scheint heute Nacht die bessere Köderpräsentation gewesen zu sein. Dosenmais räumt auf jeden Fall nach wie vor die Fische ab. Einfach zu beschaffender Köder. Günstig im Supermarkt. Also wenn ihr eure nächste Friedfisch-Session macht, vergesst den Dosenmais nicht. Der bringt immer Fisch, auch kleine Karpfen. Ja, ich werde jetzt zusammenpacken. Vielleicht geht ja beim Zusammenpacken noch irgendwie ein Friedfisch oder ein Weißfisch. Wenn dem so ist, dann werde ich die Kamera nochmal anmachen. Ansonsten war es das von mir für heute. Ich wünsche euch viel Erfolg, viel Spaß, wenn ihr am Wasser seid. Und dann sehen wir uns, wenn ich wieder unterwegs bin. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Mein zweites Buch zum Thema Angeln ist jetzt erschienen. Nachdem das erste Buch, was ich geschrieben hatte, ein reines Karpfenbuch war, in dem es ums moderne Karpfenangeln geht, habe ich jetzt beim zweiten Buch sozusagen den Rundumschlag gewagt. Das Buch trägt den Titel, ich halte es mal hier in die Kamera, der D-Max Angelguide für echte Kerle. Martialischer Titel, ich habe ihn mir nicht ausgesucht. Muss ich dazu sagen, aber ich finde ihn jetzt im Nachhinein trotzdem ganz plakativ. Ist, wie ich schon gesagt habe, hier eine Kooperation mit dem bekannten Fernsehsender D-Max, bei dem auch Flussmonster und andere Angelsendungen laufen, und dem Müller-Rüschtikon Verlag. Und ja, wie gesagt, in diesem Buch geht es nicht nur ums Karpfenangeln, sondern ja, ich habe versucht, in diesem Werk praktisch alle Aspekte des Angelns abzudecken. Es ist geeignet für den Einsteiger, der so die Basics wissen will über verschiedene Angeltechniken und übers Angeln allgemein, aber auch für den Fortgeschrittenen, der ja, auf der Suche ist, noch ein paar interessanten Tipps, mit denen er seine Angelei verbessern kann. Die gibt es in diesem Buch auf jeden Fall auch. Inhaltlich mal ganz kurz, ich fange an, mit welchem Angelgerät man braucht, Rute, Rolle, Schnur, Haken. Dann geht es darum, um so wichtige Grundlagen wie, welchen Knoten setze ich wann ein und welche Knoten brauche ich, wie wirft man aus. Dann habe ich natürlich ein Kapitel zum Thema Friedfischangeln, Fiedern, Posenangeln, dann natürlich auch Karpfenangeln, ist natürlich auch ein Kapitel in dem Buch. Dann Raubfischangeln, es geht ums Spinnfischen, um Ansitzangeln mit Köderfisch. Dann habe ich ein Kapitel übers Fliegenfischen auch und Forellenseeangeln kommt auch vor. Und natürlich auch noch ein Kapitel übers Brandungsangeln, Meeresangeln, für die Leute, die häufiger mal an der Küste sind. Also es ist wirklich ein Versuch, das ganze, ja, Spektrum der Angelei abzudecken. Das Buch hat mich fast ein Jahr lang Arbeit gekostet. Über 250 Seiten, wenn ich richtig mitgezählt habe, über 400 Bilder und Zeichnungen sind da drin. Das kostet 19,95 €, ist erhältlich im Buchhandel. Kann man also einfach bestellen und dann irgendwie ein, zwei Tage später abholen, oder der Buchhändler hat es auch vorrätig, das kann auch manchmal sein. Man kann es auch bei Amazon bestellen oder auch, wie das Karpfenbuch auch, direkt bei mir. Das heißt, so als kleiner Service, was auch vielleicht als Geschenk interessant macht, ich schreibe euch dann auch gerne hier eine Widmung rein ins Buch, wenn ihr einen Vorschlag habt, oder ich lasse mir was Nettes einfallen. Schreibt mir einfach eine PN bei Facebook oder eine E-Mail an bigfishmedia@web.de. Und ja, dann klären wir alles und ich sorge dafür, dass ihr dann demnächst einen Angelguide für echte Kerle
auf dem Schreibtisch, auf dem Nachttisch oder meinetwegen auch auf dem Stuhl am Wasser stehen habt. Ich freue mich auf eure Nachricht.